Gehen wir nämlich auf die Verfremdungsgeschichte. Etwas ausgeschnitten. Hiermit. Hier nur so eine kleine Geschichte. Auf der aktuellen Seite, wenn ich es jetzt finde, finden würde, keine Ahnung, wo das jetzt hin ist, nur drüber gelegt. Und bei der nächsten Seite habe ich es natürlich dann weggelassen. Aber das mit natürlich der Widerschein, die Reflexe, nämlich das zweite. Dann entsprechend auch Lebensstufen, die dann quasi hier mit den Schiffen auch nochmal zusätzlich dargestellt werden, dass man das so Stück für Stück dann reinbringt. Das sind alles verschiedene Zugänge, einfach nur so eine Art Hintergrund gemacht. Und dann habe ich eigentlich gezeigt, dass man nur wenig Dinge braucht, um da was Surrealistisches draus zu machen. Und habe dann so Stück für Stück dann so ein paar Sachen eingeblendet. Ja, na gut, wenn man so aussieht. Das Verfremden. Ansehen, vergleichen, sortieren. Da ist mir voll. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, einzelne Bilder hier zu betrachten. Könnte die jetzt auseinanderziehen. Ich kann aber auch auf die entsprechende Seite und das Bild hier drauf zurück. Und dann könnte man... Schlau bin, das auch sperren, dass mir das nicht mehr gut spielt. So.
weiß gar nicht, wie viele Jahre das hier ist, kann ich das nicht nutzen. Es ist nach wie vor interaktiv. Und hier, das war auch der Moment, wo er das gesehen hat. Oder sowas hier. Und da hinten habe ich das Bild eigentlich nur. Also ich kann es dann auslöschen, um dann nur die Kompositionslinie wirken zu lassen. Oder halt halbtransparent, wie auch immer. Eigentlich sehr schön.